Moin! Die neue Season ist endlich da und es gibt viele neue Items und auch neue Orte auf der Map. Ich muss sagen, ich finde die neue Season ziemlich nice. Schreib mir doch gerne mal in die Kommentare, wie du die neue Season findest. In den nächsten Tagen werde ich wahrscheinlich noch mehr Tipps und Tricks zur neuen Season hochladen. In diesem Video zeige ich dir aber erstmal, wie du ganz einfach über die halbe Karte fliegen kannst. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den Es gibt zwei verschiedene Varianten, wie du in der neuen Season richtig weit fliegen kannst. Ich setze hier schon mal einen Marker, damit wir gleich die genaue Entfernung haben. Jetzt isst du einfach einen von den lilanen Würfeln und fliegst dann nach oben in einen Windkanal. Aus dem Windkanal fliegst du dann direkt auch wieder nach oben raus und pusht dich dann in der Luft immer geradeaus und nach oben. Nach einer Weile öffnet sich dann dein Gleiter und dann kannst du nochmal weiterfliegen. Ich bin jetzt hier über 700 Meter weit gekommen und ich wette, dass man damit auch locker noch ein paar hundert Meter weiterkommen kann. Bei der zweiten Variante isst du auch einen von den lilanen Würfeln und springst dann auf eine dieser Luftturbinen oder was auch immer das sind und dann pusht du dich genau wie bei der ersten Variante in der Luft immer weiter nach vorne. Wenn der Effekt von dem lilanen Würfel aufhört, kannst du bei dieser Methode aber nicht deinen Gleiter öffnen, damit kommst du also nicht ganz so weit wie bei der ersten Variante. Nutze den Trick am besten nicht, wenn GegnerInnen in der Nähe sind. Wenn sie dich sehen, können sie dich nämlich trotzdem treffen und du kannst absolut nichts dagegen machen. Wenn dir das Video gefallen hat, gib mir gerne einen Daumen nach oben und abonniere meinen Kanal. Und wenn du live dabei sein willst, wie ich Fortnite-Turniere spiele, schau gerne auf meinem Twitch-Kanal vorbei. Wir sehen uns im nächsten Video, im Twitch-Chat oder im Battlebus. Bis dann!